Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einer neuen Ausgabe Local Heroes. Wir sind heute mit FS1 im Rockhaus mit den Pilots. Hallo Leute. Hi, hallo. Grüß euch. Ich fange gleich an mit dir, Stefan. Ich hätte eine Frage. Was glaubst du, was seid ihr? Was sind die Pilots? Was macht ihr für eine Mucke? Was ist das für eine Musik? Prinzipiell ist es immer schwer für uns, unsere eigene Musik in eine Schublade zu stecken. Also, oder auch prinzipiell zu beschreiben, denn unser oberstes Ziel ist einfach, coole Musik zu machen. Mhm. Ich würde aber sagen, es ist 70er Jahre angelehnte Rockmusik, aber durchaus mit modernem Einschlag. Okay, 70er Jahre. Das heißt, habt ihr gewisse Einflüsse oder irgendwelche Vorbilder, die eure Musik irgendwie maßgeblich beeinflussen? Ich glaube, dass jeder von uns prinzipiell den gleichen Basic-Geschmack hat, aber die Streuung dann in eine Richtung geht, und das sind so die Wurzeln, wo wir unsere kreative Energie herziehen. Mhm. Genau benennen kann ich das jetzt nicht, weil ich nicht weiß, was die zwei so in ihrer Freizeit hören. Okay. Ich meine, ich kenne euch ja jetzt so gut, dass ich alle eure Namen drauf habe, aber vielleicht stellt ihr noch mal vor, was macht ihr genau? Also du bist der Leadsänger? Ja. Genau. Paul, du bist... Genau, ich bin an den Drums. Genau, an den Drums. Und der Christoph? Ich spiele Bass und mache zweite Stimme. Ah, okay, klasse. Und natürlich noch eine interessante Sache zu wissen, Paul, vielleicht weißt du deine Antwort drauf. Wie seid ihr zusammengekommen? Wie ist diese ganze Gruppe entstanden? Hast du da vielleicht eine Anekdote oder irgendwas? Ja, wir haben mit, ich war ca. 14, 15 Jahren, das ist ungefähr jetzt 14, 15 Jahre her, zufällig. Und ich und der Christoph, das ist mein Bruder, wir haben früher schon im Dachboden oben, haben wir gespielt eigentlich gemeinsam. Ja, an der Gitarre, ich an den Drums. Und der Stefan war dann öfter bei uns und den hat das taugt, und so sind wir eigentlich einmal, hat das einmal angefangen, das Ganze. Mhm. Und ja, vor 2 Jahren, sagen wir mal, seitdem spielen wir eigentlich mehr und aktiver. Okay, klasse. Aber nicht ausschließlich, also macht ihr auch andere Sachen in Richtung Musik? Weil dich kenne ich ja auch schon von anderen Veranstaltungen. Was macht ihr sonst noch so? Also, oder fokussiert ihr ausschließlich auf diese Gruppe in dem Moment? Na, es ist jeder irgendwie an Side-Project so ein bisschen beteiligt. Christoph ist zum Beispiel, wenn ich das so sagen darf, bei einer super Salzburger Popgruppe. Okay. Bei Pop ist blöd gesagt, aber bei einer super Salzburger Gruppe, die auch schon da gesessen sind zum Interview bei Amy Wald. Mhm. Ich selber spiele noch im Wonderland of Love. Richtig, das ja. Danke. Und der Paul ist, was ich weiß, mittlerweile auch dran, sich an neuen Projekten zu beteiligen. Also wir sind sehr multifunktional unterwegs, was auch den Stil angeht. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass Musiker in mehr Gruppen einfach auch spielen, weil ich glaube, dass nur durch diese Abwechslung ein kreativer Fluss entstehen kann und auch so neue Sachen zustande kommen. Es ist ganz schwer, meiner Erfahrung nach, ewig auf einen Haufen zu picken. Und dann nur lang cool kreativ sein. Mhm. Also das ist, man merkt da, manchmal tut eine kleine Auszeit gut. Nicht zu lang, aber. Ja, klar. Aber die Abwechslung ist für euch eine Notwendigkeit auch in der Musik. Für mich schon. Okay. Was denn, Christoph? Kann nicht für alle sprechen. Abwechslung? Ja. Ja, Karriere, also auf jeden Fall. Ja. Schon. Ich bin sehr froh, wenn ich verschiedenste Musikrichtungen mit in verschiedenen Bands bestreiten darf, also das macht schon auf jeden Fall Sinn. Ja gut, vielleicht nochmal eine interessantere Frage. Habt ihr jetzt gerade irgendwelche Projekte am Start? Woran arbeitet ihr? Oder habt ihr irgendwelche konkreten Ziele für die Zukunft, irgendwelche Pläne? Nächstes Jahr Album. Ja, wir sind gerade in Gesprächen mit verschiedenen Leuten, die unsere Musik auf Platte bannen wollen. Okay. Und wir selber wollen das natürlich auch und fokussieren das jetzt ganz, ganz arg. Ich darf so viel verraten, wir werden uns nach Silvester bei mir zu Hause in einem kleinen Raum bunkern und die Demos fürs Album fertigstellen, und dann ab Februar ist der Plan, ins Studio gehen. Das heißt, im Herbst, Sommer, Ende Sommer, Herbst wird dann ein Album hoffentlich der Pilots am Markt sein, und das wird eigentlich ziemlich viel Energie kosten, aber ich glaube, das Coolste, was wir in unserem Leben jemals gemacht haben, ist dieses Album fertigzustellen, weil es echt ein Baby ist. Wow, ja dann, gratuliert Leute. Und wie gesagt, ich bin auch schon gespannt und ich lasse euch eure Handwerk machen, ich lasse euch frei und ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Abend und ich wünsche euch dort draußen viel Spaß mit The Pilots. Vielen Dank, Leute. Danke. Peace. We'll be right back.
just tell me what you really feel, baby, please just tell me. Yeah.
Seid ihr munter? Wir haben uns Mühe gegeben. Hi, wir sind die Pilots und wir haben heute die Ehre, diesen Local Heroes Abend zu eröffnen. Und haben nach wie vor keine Ahnung, wie die Setlist geht. Prost, Paul! Cool, weiß ich jetzt. Danke, Paul. Die nächste Nummer ist Hold On.
Ja, wenn man sieht, mutiert das schon wieder zu einer riesengroßen Jam-Session. Ich hoffe, es macht euch trotzdem ein bisschen Spaß. Und wir hoffen, dass wir euch... Boah, bist du deppert? Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen aufhatzen können für die Bands, die noch kommen, weil heute wird ein ziemlich cooler Abend. Man kriegt für ganz wenig Geld ganz, ganz viel gute Musik. Hat jeder von euch schon bei der netten Dame da hinten an der Bar ein Bier geholt? Nicht? Ja, auf die Band. Christoph Zeutz. Warum wird eigentlich immer der Pauli nach Kinder gefragt? Ja, sensationell. Wir lieben es, im großen Saal zu spielen. Der Sound ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn und das macht uns einfach jedes Mal Spaß, weil die Leute auch so cool sind, die da sind. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir finden es voll geil. Danke.
paar neue Songs auch. Wir waren ja heuer für uns Premiere im Studio und haben eine Nummer aufgenommen. Das war sehr cool. Das haben wir nur dank einer ganz gut befreundeten Band geschafft. Danke an die Sagenrolli, anderen schönen Gruß.
Danke für die Studiozeit. Das ist ein großer Applaus wert, weil Geld ist, was eine Band definitiv nicht hat. Und die zwei haben das gemacht, dass wir das schaffen. Danke. Den Song haben wir aufgenommen und den wird es auch bald auf einer Platte geben. Wo erfahrt ihr bald auf unserer Homepage? Entschuldigung, wir haben ja gar keine Homepage, weil wir haben kein Geld auf unserer Facebook-Seite. Like a sun in the sky, so electrical.
Danke. Wir kommen ja eigentlich schon zur letzten Nummer. Die Alten unter euch, gell, Josi, kennen die Nummer schon? Kennen die Nummer schon? Unsere letzte Nummer passt right on. Viel Spaß, schönen Abend. Viel Spaß mit allen anderen. Musik das. Fleischler war lang top, Alter.
Okay, wenn es wollt, dass wir nochmal spielen, dann spielen wir halt. Cool, da will wir, dass wir spielen. Normal ist das immer anders mit der Gage. Wir zahlen den Wirten, dass wir spielen dürfen. Deswegen haben wir auch kein Geld. Rockers, wir machen Platz für den nächsten Willkommen. Schön, dass du da warst. Genießt den Abend noch, kauft euch noch ein Bier und kauft euch die nächsten anderen. Vielen Dank.